Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Far Cry 3. Dieses Mal sprechen wir mit Willis, da wir in der letzten Folge hier das schöne Grasfeld oder die schönen Grasfelder zerstört haben. Wir waren ordentlich auf dem Trip, mal wieder. Und begeben uns nun zu Willis, um ihm unsere Neuigkeiten mitzuteilen. Der sich allerdings im Beton immer noch befindet. Dann schnell reisen wir da mal hin und erledigen das ganz fix. So, wir sind da. Willis ist auch da. Das freut uns doch. So, ab in den Keller. Tür auf. Runter da. Ich liebe den Flammenwerfer. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel? Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens, du wirst echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, was planst du denn Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also... Was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, der interessiert mich einen Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verwankst es mir, dass sie dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb finde ich sehr gut. Okay, Brody. Okay. Nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ja, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bennerstown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bennerstown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Ja, ab nach Bierstown. Verlasse die Hütte. Machen wir. Da oben ist ein grünes Blatt. Das hole ich mir. Oder auch nicht. Geh zu den Reisfeldern. 700 Meter. Kann ich mich da hin teleportieren? Kann ich natürlich nicht. Okay. Was ich kann, ist den Außenposten mitnehmen. Der da ja in der Nähe ist. Komme ich da mit dem Jetski hin? Das weiß ich gar nicht. Ob ich hier mit dem Jetski durchkomme? Sieht nämlich auch so wieder so aus, als wäre es ein Wasserfall. Ansonsten nehme ich mir hier das Rip und fahre mal hier da entlang. Irgendwann komme ich da schon bestimmt an. Ganz ohne geht ja auch nicht. Hallo? So. Steck doch ein. So. Wenn ihr die letzte Folge noch nicht gesehen habt, guckt auf jeden Fall mal rein. Das war ohne Witz. Das war mega nice. Das war übertrieben geil gemacht. Ordentliche Musik. Also schon gute Musik. Ist doch schon ein bisschen in die Tage gekommen. Ich glaube, der Hype ist auch nicht mehr so groß. Oder ob es da überhaupt einen Hype für gab, ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall meines Wissens nicht mehr so riesig, aber trotzdem, es ist immer noch mega nice. Vor allem mit diesem
Es hat einmal gepasst, sagen wir es mal so. Okay, ich glaube, wir entfernen uns nur noch, anstatt dass wir näher kommen. Vielleicht gehe ich da mal lieber doch zu Fuß hin. Es sei denn, uns kommt ein Auto entgegen. Aber das grüne Blättchen hier nicht mit. Kriege ich dafür ein Medipack? Nein. Kriege ich dafür ein Medipack? Nein, sowieso nicht. Das sind Ziegen. Brauche ich noch irgendwo für Ziege? Zufällig Herstellung. Aber ich könnte mir, glaube ich, Spritzen ver... Ah, stimmt, da muss ich ja die Spritzen machen. So, jetzt habe ich 5 Spritzen. Sprengwaffenbeutel, Ziegenfell. Beute, Spritze, Waffe, Munitionsbeutel. Das brauche ich unbedingt. Wildschweinfell. Alles klar. Das heißt, als nächstes gehe ich auf Wildschweinjagd. Oder gibt es hier zufällig Wildschweine? Ich habe keine Ahnung. Toll. Werden wir ja sehen. Ich nehme hier auf jeden Fall noch ein paar grüne Blätter mit. Davon gibt es nie genug. Und wo muss ich jetzt lang? Ich glaube, ich muss die Straße... Ach, ich fahre jetzt einfach mal hier hoch und guck mal, wo ich dann rauskomme. Irgendwo werde ich sowieso enden. Von dem her, egal. Aber die beiden Kollegen hier, die kann ich noch mitnehmen. So. Komm, Kehr fällt ein. Ich hoffe, da ist kein Wasser. Oder kein Hügel. Oder Feuer. Von so einem kleinen Sturz fängt das Ding schon Feuer. Ich glaube es nicht. Alles klar. Da unten muss ich hin. Kleine Rutschpartie. Scheiße. Oh Mann. Ja. Gut. War dann jetzt nicht so geplant. Ein Mann namens Hoyt. Den habe ich leider schon. Sonst hätte ich den gemacht. Nehme ich mir das Auto und fahre da einfach wieder hin. Ach je. So, ein bisschen Dschungelvieh legen. Ist das die... Das ist die Basis, die ich meine, glaube ich, ne? Das ist die Basis, die ich meine, tatsächlich. Gut. Auskundschaften. Hallo. Verdammt, ich habe den Flammenwerfer dabei. Würde ich mal so sagen, ne? Wird es ein etwas lauteres oder ein sehr feuriges? Ich weiß es noch nicht. Feurig oder laut? Oder einfach alles beides. So. Oh shit. Das ging natürlich wieder nach hinten los. Aber egal, es hat sich gelohnt. Nein, du machst nichts. Wir kommen aus dem Süden. Ja. Hat sich echt mal gelohnt, ja? Schön. Okay, der ist RIP. Der ist RIP. Wir kommen aus dem Süden. Aus dem Norden ist hier. Tag. Und weg. Oh nee. Es sind doch noch. Ah, okay. Ich habe keine Muni mehr. Ha! Schön! Ja, lecker. Das ist jetzt.
komm. Danke. Na komm. Oh shit. Na komm, euch beide hole ich mit der Shotgun. Dann habe ich das auch bestanden. Auf Distanz gar nicht mal so beschissen. Ah, Außenposten befreit. 500 XP leider nur. Ah, 7 von 34, das geht fit. Hier ist noch ein Chip. Medipack. Nehme ich gerne. Überflüssiges Zeug verkaufen, 2 Stück. Cool. Neues unnötiges Zeug kaufen. Oder ausrüsten. Das kommt dann dahin. 144 Dollar, kein Problem, zack. Und weiter geht's. So, ab nach Willis, 400 Meter. Quatsch. Wo müssen wir hin? Aktuelles Ziel, okay, cool. Gleiter hier, den nehme ich mir, der ist cool. Damit komme ich auch noch schneller ans Ziel. Ist das irgendwo tief im Wasser oder in der Nähe vom Wasser? Es ist. Nein. Willis, ich bin in Barristown. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Ja, ist ja gut. Oh shit. War das nicht schlecht? Nein, das war tatsächlich keine schlechte Idee. Das war der schnellste Abstieg nach unten. Das war aber ein ordentlicher Abgang, ey. Holy moly. So. Na komm. Nicht erwischen lassen. Ob das bei mir so gut wird, ich weiß es nicht. Heute ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den rotgestreiften in der Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Und unser Mann, du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Caswell führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Oh, Scheiße, Olli. Ja, machen wir das mal, ne? Ich muss den Kerl retten. Sichere das Gebiet, bevor Rongo. Machen wir. Solange er jetzt nicht in Minenfelder läuft oder generell in Minen. Und ich auch nicht, aber die sieht man ja zum Glück. Und hört man auch. Ich bin deine Agent Rettung. Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Verflucht nochmal. Okay, mir nach. Ob das so eine gute Idee ist? Folge mir. Wir werden es sehen. Weiß, wo die Minen sind. Wir müssen das Dorf erreichen. Na komm, zeig deinen Kopf. Na komm, zeig deinen Kopf. Na komm, zeig doch deinen Kopf, Mann. Ey. So, danke.
Boah, Leute. So. Toll. Schön. Schöne Scheiße. So. So. Muni, danke schön. Ja, dann mach das. So, shit. Mach schneller. Danke. Bleib in meiner Nähe. Top. Aber wenn die Waffen nicht so springen würden. Doch, klar habe ich das. Ja, komm! So. Das freut mich doch. Na komm, hör auf mich zu schubsen. Ich hol die Dokumente, pass auf! Top, das freut mich. Mach aber bitte schnell. Das ist ein Medipack, hier ist ein Medipack. Hier ist ein Medipack, Muni. Wo ist es? Ich glaube, es wird noch ein bisschen explosiv. Hey, deck mich, während ich suche. Mach schon. Finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Ja, würde ich ja, wenn die Waffe nicht so springen würde. Ach, das ist eine AK, die hat auch einen übertrieben hohen Rückstoß. So, danke. Alle meine Sachen. So ein Chaos. Beschütz mich. Ich suche noch. Ach ja. Na los. Hinne. Oh. Ja. Ja, ich weiß. Danke. Na komm, dann kommst du eh von da. Okay, dann kommst du von hier. Kommst doch von da. Schalte dich doch jetzt mal. Danke. Hast du gefunden? Hier ist es. Ich hab das Transportverzeichnis. Das ist gut. Endlich. Ich fotografiere das mal für Willis. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Top. Erfolg. Ein Mann namens Hoyt. Das freut mich doch. Fang den Konvoi mit Oliver ab. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Somit würde ich dann sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, liken, da lassen. Liken, Abo, da lassen. Und wieder schon reingehauen. Haut rein. Wir sehen uns ein bisschen in der nächsten Folge. Okay. Haut rein, Leute. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.